euch alle schon wieder abgehockt? Ja, wir wollten schlafen gehen. Ach so. Hast du schon ein Zelt hingebastelt, ja? Ja, klar. Warten nur auf dich. Dich und deine Blase. Ja, tut mir leid, ich habe auch noch kurz mit Lisa geschnackt, ob wir noch bis 23 Uhr machen dürfen. Und? Ja, können wir. Einer fehlt noch. Jusen. Nee, gar nicht wahr. Jusen. Müsste jetzt Leben verlieren, oder? Ah. Weil ich da jetzt was eingefüllt habe. Aber dann ist ein bisschen leer. Nur ein bisschen. Also darf ich schon nach Hause fahren? Warte mal bitte kurz. Wieso warte mal? Ich bin nur was zu essen, ganz kurz. Kannst du Feuer essen können? Halt doch! Ich glaube, hier kommen gleich Gegner. Hier rennen Tiere weg und ich höre laute Geräusche, Jusen. Ja, die laufen zu David. David, pass auf! Oh. Nur weil ich auf euch warten sollte. Soll ich die platt machen oder vorbeifahren? Ja, warum platt machen? Geben wir Erfahrungspunkte, oder? So, wir sind direkt. Wir dann Erfahrungspunkte. Ja, stimmt. Ich könnte ein bisschen Haut von denen runterkratzen. Na, siehst du. Ja, aber es wäre einfach Munitionsverschwendung. Nicht wenn du mit der Einfach was zu Hause. Ich komme, David. Ich sehe unser Ziel. Ich packe noch mal. Ich bin über den Baum gefallen. Mach mal. Gut. Lauf, der kochende Topf. Ich hab keine Nudeln mehr. Musst du da nicht erstmal Wasser reinmachen in den Topf? Okay, war vielleicht doch nicht so gute Idee. Oder wie machen wir jetzt da Wasser rein, David? Naja, ich mach dann. Ich hab gerade nicht kurz zu platt machen, Leute, tut mir leid. Ich glaube oder was? Nö, nö. Ich fahr jetzt aber vor den Weg. Mann, ich komm hier. Nein, hör auf mich zu hauen. Alter, Kevin war fleißig. Wow. Fleißiger Bub, sagst du? Die zwei Dinger sind schon voll. Cool, jo. Alle auf einen Haufen. Flup. Da ist er. Oh, wir haben die Gegner hierher gelockt. Wir sind hier vor der Tore, Leute. Wo ist er hin? Da hinten. Wow. Okay, war bloß die eine. Über abziehen oder halt. Dann zieh mal die Rolle ab, Alter. Ja, los, kommt der hier. Alter, ja, los, abzieh die Frau. Okay, ich hab mal Wasser raufgeballert. Kommt noch einer oder irgendwas anderes, kleineres? Oh, die hängen in den Baum. Zwei sind's. Das ist vom Baum gefallen. Oh, der eine ist in der Base hier. Ui. Jo. Einer ist in der Base. Hier ist er unten.
Jason, dann halt doch mal deinen Mund. Was ja, redest du mit mir? Ja. Nicht du, hier, Petersen. Hier, Petersen. Guck mal, da hinten ist ein Lager, oder? Nee, noch nicht. Ich hab es gedacht. Ich hab ihn gekickt, du hast uns verarscht, Peiler, wie frech. Haben wir doch gleich Armbrot gefarmt. Lecker Schmecker. Kann mir einer vielleicht Muni rausgeben? Ich sehe die ja leider nicht. Alter, was? Hühnernudelsuppe. Ein Arm und Nudeln. Alter, Arm und Nudeln. Hä, hey, wie kannst du das sehen? Musst du sie dir aus dem Schrank holen, der wird die Rahmen. Proteinshake, Champignonsuppe, Eierlikör. Etwa bei Baupläne oder wo siehst du das gelbe? Es gibt ein Essen, das heißt Greg. Oh, das gibt richtig viel. Ja, er guckt gerade beim gekochten Wasser. Ich habe mal Wasser auf die Feuerstelle getan. Und jetzt sieht er da irgendwas, aber ich sehe es nicht. Du musst auf das Rädchen drücken. Du musst E gedrückt halten. Und dann mit dem Mauszeiger auf das Rädchen. Also, wie? Auf das Zahnrad, was da ist. Ich sehe da kein Zahnrad, ich sehe nur den Topf und die Flamme. Ja, wenn du E gedrückt hältst und das öffnest, das Buch, ja, jetzt auf das Rädchen. Ah. Was für ein Rädchen? Das ich sehe nur das. Ich sehe nur das, was ich jetzt aussuchen kann aus meinem Inventar, was ich raufpacken kann. Ja, und da, dann gibt es beim Topf ein Zahnrad. Ey, hier sind manchmal wirklich die echten. Nein, ich sehe da kein Zahnrad, ohne Scheiß. Ey, geh ein Stück zurück, wenn den Topf ordentlich siehst. Auf den Topf müsste ein Zahnrad. Nee, jetzt stehen. Nicht, weil ich zugemacht habe. Kann man das jetzt auch abbrechen? Oder kocht er jetzt nur das Wasser ab? Ja, jetzt geht's nicht. Kann der David auch überprüfen? Weil der Topf kocht. Achso, hat David da was reingetan oder was? Nee, ich habe aus Versehen, wo ich oben drauf geklickt habe, das Wasser, denke ich, jetzt mal gekocht. Ah, okay. Aber mal gucken, tanzt der hier vor sich hin? Ich kann ja schon mal den anderen Topf mit Wasser voll machen. Ja, oder wir zimmern daneben noch ein zweites hin. Steine haben wir ja noch, ja. Kelvin sammelt ja immer weiter. Hast du den Bauplan, Jusen? Für das Feuerding? Soll lieber David machen. Oder ich mach's. Wäre mir lieber. David hat ja auch zu tun. Der braucht das wirklich eine Fackel hin, ja. Okay. Der war leicht versetzt. Also. Rechts oder links daneben, Leute? Wie du möchtest, aber du sagst, es vielleicht auf einer Ebene ist, also links vielleicht. Nee, ist trotzdem nicht auf einer Ebene, Jusen. Aber links geht auch nicht wegen dem Wasser. Ja, dann pack ich's rechts daneben. Ne? Jetzt ist fertig. Nice. Kochen ist fertig. Achso. Könnt jetzt an den Topf wieder rangehen, dann seht das. Okay, ah, ja. Wir können Wasser daraus holen, glaube ich. Warte mal, nehme ich mal meine Trinkflasche. Hat Kelvin noch gar nichts weiter hingebaut. Okay. David, willst du vielleicht auch mal ein bisschen noch trinken, deine Trinkflasche machen? Oder Palderus? Ja, ich komme. Ach, David hat auch schon Wasser aufgefüllt, oder was? Oder hast du wieder einen leeren Topf draufgestellt? David. Wie macht man denn Wasser an seine Trinkflaschen aus? Achso, Pilar, den Kamin kann man sparen. Okay. Guck mal, wir können das auch auf normale machen. Kann man jetzt abbrechen, dem Programm? So, mit X. Was wir erstmal wieder dran gewöhnen. Wie gesagt, wenn du jetzt das machst, was David gesagt hat, dann siehst du die Rezepte da eigentlich auch noch. Okay, ich probier's mal. Aber habt ihr erstmal Wasser alle genommen? Ja, das müsste leer sein. Ich hab eine Flasche gefüllt. Also, wie weit habe ich sie denn gefüllt? Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Halb voll nur. Achso, da muss erst ein Kochtopf drauf sein mit Wasser, okay. Also, du brauchst wirklich einen Kochtopf mit Wasser erst, ja? Sonst geht gar nichts mit Kochen.
Du kannst wahrscheinlich eine Trinkflasche in die Hand nehmen und Wasser reingießen. Machst du das jetzt, Peiler, mit der Dings, mit dem Topf? Nein. Ich geh nach Fischen gucken. Okay. Dann mache ich das mit dem Wasser auf den zwei Fackeln. Ich habe noch einen Kochtopf bei mir eigentlich. Soll ich mal noch einen Drying Rack bauen in der Zeit? Haben wir so viele Fische? Ich weiß nicht. Na doch, also wir sammeln immer mehr. Ein Drying Rack habe ich schon voll, aber die sind noch nicht fertig nach einem Tag. Braucht man denn dafür? Gucken wir mal. Wir sind, wenn du einen Kochtopf noch hast, ich habe hier noch ein drittes Ding jetzt gebaut. Wo waren wir bei? Ich habe nicht hier so Möbel. Ah, jetzt sehe ich das. Ja. Die ganzen Rezepte. Oh, cool. Aber erstmal gutes Trinkwasser zu haben, ist ja nicht verkehrt. Weil wirklich viel kochen können wir jetzt noch nicht, oder? Na, wir könnten Menschen sammeln gehen und mal gucken. Weil das Kochrezept Rack sieht gar nicht so schlecht aus. Das ist schräg. So. Das sieht gar nicht schlecht aus, was du gesagt hast. Ja, dass wir die Kochrezepte mal ausprobieren. Achso. Jo. Mal gucken, was wir haben, ne? Menschen sind halt drauf, sag ich mal. Nach Fisch und Fleisch. Fisch haben wir ja und Fleisch auch. Also ich sag mal, dieses hinten bei den Möwen, unsere alten Spotlight, habe ich vorhin mal gecheckt. Da ist halt immer noch, wo wir anfangen, weißt du? Aber wenn wir aufs Meer gucken, sind nach links. Ja, genau, das sind ganz viele Möwen noch. Ich würde nochmal zurück zu dem Start, also quasi da Richtung Helikopter. Weil, wie gesagt, ich würde halt noch ein paar mehr Schildkröten holen. Und dann pflanzen wir hier alles voll mit Wasserfängen. Mit Wasser und dann hast du gleich, weißt du, dort in der Nähe zum Kochen. Naja, aber du kannst ja auch einfach bloß Wasser aus dem Fluss holen und dann kochst du es ja ab. Das genau. Cool. Das stimmt, wir können auch einfach. Aber hier ist ja gleich sauberes Wasser drin. Ja, das heißt, du brauchst es gar nicht erst abkochen. Ja, okay, sparst du halt ein bisschen Zeit mit, wenn du das meinst. Ja, okay. Aber ja. Naja, und die werden halt eh immer passiv voll. Das heißt, wir sparen uns quasi Holz zum Kochen. Aber gut, ich frag mich, wenn es regnet und schon, der Topf noch drauf ist, ob der sich trotzdem mit Wasser füllt. Oh, da hinten kommen ganz viele Leute. Hm? Oh ja. Bei Calvin, der hat sich schon wieder mit irgendjemand angelegt. Mal ein bisschen Nahkampf. Außerdem ist es gleich Essen. Kann man gleich auf den Grill hauen. Nimm sie mit. Was macht er? Er klettert in der Luft, Jusen. Ja, ich seh's. Wie krass bist du denn, du? Achso, wir sollten nicht beide gleichzeitig drauf haben. Aber waren nur die zwei, wa? Ich nimm die mal mit. Kannst du am Lager auseinanderhacken. Ach ja, stimmt. Egal. Ist ja egal. Ja, so. Mann, ey. Ich frag mich, ob ich hier auf den Kopf hüpfen kann und dann rüber. Ich glaube aber nicht. Und ist nicht die Rampe da vorne? Ja, nee. Doch, es geht. Nice. Weil ich es ausprobieren wollte, David. Ich wollte es einfach nur ausprobieren. Okay, also ich werde mal hier was probieren. Nee, Mensch, vielleicht kann ich da jetzt nicht reinballern irgendwie. Oder ist hier das Ding da rechts? Dann musst du Rack nehmen. Was? Rack? Okay, krass. Ah, yes. Okay, nur noch gut zu wissen. Jusen, ich hab da mal vorbereitet. Hat jemand noch ein. Ah ne, ich kann jetzt hier auch machen. Geil, ich mache eine Suppe. Ja. Was hast du vorbereitet?
Er hat zerhackt am Hackplatz. Achso. Damit du gehacktes kochen kannst. Aber ich glaube, hier rechts fehlt Wasser, kann es sein? Ja, ist leider das Ding. Kann es sein, dass das Wasser auch verdampft? Oder hat irgendjemand rechts von dieser einen Wasser genommen? Von dem Topf. Ich hab kein Wasser. Ja, verdammt, nee. Ist auch noch Wasser. Ah, da ist die Batterie. Oben rechts, wo die Solardinger sind. Oder der wird halt wieder einen leeren Topf aufgestellt, das könnte auch sein. Aber wir haben gar keinen Platz mehr im Regal, oder? Fällt man denn den Topf drauf? F gedrückt halt. Oh, bei mir ist E gedrückt halt, okay. Aber schon mal so, meine ich ja, sorry. Aber warte mal. Yes. Ich muss den Topf ja erstmal mit Wasser füllen. Aber ist hier noch ein Arm dran, ne? Ja, hier ist doch noch ein Arm dran, ne? Nicht gut zerhackt, David. Ja, tut mir leid. Warum geht der Arm nicht ab? Aua. Nee, der Arm geht doch nicht ab. Oh, nice. Deine Suppe ist fertig, der Deckel ist abgesprungen. Dann brodel sie. Na, den ess mal. Kann man einfach so essen? E gedrückt halt. Jo. Mach doch mit der Hand. Kein Ding, Alter. Wir sind so abgehärtet mit der Zeit. Mach doch mit der Hand. Ja, jetzt hast du dicke Buffs gekriegt. Ist schon cool. Ja. Ist sogar noch was drin, David. Also reicht die noch für drei oder was? Na, ich esse noch eine Schüssel. Ist immer noch was drin. Aber einmal reicht eigentlich, Jose. Ja, weil Hunger stiltet nicht besonders, aber den Buff gibt's halt. Das Gelbe, was du rechts siehst, weißt du? Also. Ja. Aber gut, in dem anderen Topf, der gerade noch brodelt, ist auch super drin. Mhm. Cool. Dann haben wir das auch schon mal. Ja. Warte mal, wie spät ist es? Ist gerade mal mittags, oder? Also wir könnten auch Richtung Golfkart starten. Gut, ist jetzt aber noch ein ordentliches Stück weg. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich bin nur zurück. Klar. Wie lange muss der Fisch eigentlich trocknen? Dauert schon ein Weilchen, wa? Weil jetzt ist er rot. Wenn man ihn frisch ranhängt, ist er ja nur grün. Und dann nach zwei oder drei Tagen wird er dann auch grün und ist sie trocknet? Ich weiß es nicht. Kann ich mir jetzt schon wieder mit der Trinkflasche Wasser abfüllen? Aber gut, an sich, dadurch, dass du den Topf ja im Inventar immer haben kannst, müssten wir eigentlich einen Topf immer mitnehmen. Und mit Wasser drin meinst du, oder was? Ich weiß nicht, ob du ihn mit Wasser drin ins Inventar packen kannst. Aber dann kann man, wenn man so ein Camp überfällt, quasi so ein kleines Feuer machen und sich die ganzen Buffs dann wieder reinhauen. Weil so lange dauern die Buffs jetzt nicht und dadurch, dass wir das Essen nicht mitnehmen können, oder können wir den Topf mitnehmen? Ja, ah, nee, oder hat jemand eine leere Trinkflasche? Nicht mehr. Ne? Probiert's mal da reinzumachen. Nee, ich hab also die beiden linken Töpfe jetzt mit Wasser aufgesetzt, Leute, also. Ja, aber gut, kannst du den Topf ins Inventar. Okay. Ja, du kannst den Topf mit Essen im Inventar ins Inventar nehmen. Ah, geil. Das ist geil, ja. Das ist geil. Okay, dann müssen wir erstmal ein paar Viecher machen. Mal warten und abschnitzen, kann ich für jeden so eine Suppe machen und die kann er sich dann mal mitnehmen. Mhm. Ist ja echt geil. Jo, cool. Brauchst du ein Parcours auf, David? Also was ist jetzt der Plan? Wollen wir die Mauer bauen oder wollen wir mal Card gucken. Wer für Card? Mal,
Ich hab das heiße Wasser jetzt schon. Ist nicht gut? Das ist nicht schlimm. Nee, doch, alles gut. Du verbrennst dich ja nicht dadurch. Hä? Und wir wird gar nicht trinken angezeigt. Ach Mann. Trink auch mal einen Schluck. Was für eine Folge. Was im Inventar? Ja. Da gönne ich mir mal noch ein bisschen. Achso, packt mal bitte eure ganzes Draht ins Lager. Bei Draht brauchen wir anscheinend richtig viel. Halt das oben, oder? Müssen wir aber vielleicht noch mal ein paar Regale bauen. Na, wir haben noch Platz an den Regalen. Also unten ist bei mir voll. Und oben sind auch alle fast eigentlich belegt. Ne, bei mir ist das Regal hier schon... Ja, da bin ich gerade dran, ja. Naja, aber wir wollten auch immer einzelne Regale für Sachen machen und nicht, dass alles dauernd durcheinander ist, nur das, was Sinn ergibt. Ja, aber Draht ist jetzt hier auch schon voll wieder. Naja, okay, dann schmeißen wir es hier hinten in das, dann ist das hier ein Sammel. Hier bei mir oder was? Ja, oder auch ja, bei dir. Leider. Ist doch egal, wir sehen ja, was drin liegt. Das ist ja jetzt nicht so das Problem. Das war, dass ich alles einzeln runterpacken muss. Was brauchst du den sexy Draht? Da brauchen wir für den Maschendraht und alles mögliche. Gut, dass wir davon so viel gesammelt haben. Landet das auch im Regal oder fällt das jetzt schon raus? Nee, es landet noch ganz unten. Ja, sonst wäre es ja ausgegraut, hatten wir ja vorhin schon. Ach. Gibt man sich echt nass. Oh, wir sind oben angekommen. Und ich bin leer. Glühbirnen könnten wir theoretisch auch hier lassen. Ja, aber brauchen wir, glaube ich, langsam wirklich ein neues Regal. Oder? Ne, hier. Eben lösen gehen noch was rein. Und Leiterplatte auch, oder? Glühbirnen, Leiterplatte. Das kann man ja mitnehmen, das Kleingeld ja auch. Druckerharz ist auch nicht weiter wichtig, oder? Ich habe halt noch recht viel Klebeband bei, wir haben ja viel im Lager. Und das kann man. Ja, Druckerharz solltest du immer bei haben. Ja, da solltest du ein Tausender Stack schon ganz gut. Wenn wir da an einen 3D-Drucker vorbeikommen, dass wir wenigstens neue Sachen brauchen. Unihaut, Blätter. Ja, jetzt haben wir eigentlich immer alle durch Tash. Ah, ich hab noch ein Beutelchen. Kann er ein Beutelchen öffnen? Stellen wir uns mal hier kurz in die Sonne ein bisschen. Öffnen wir mal noch ein Beutelchen. Ich habe auch zwei, geil. Kann ich die Muschel gleich essen? Auch wieder ein Draht und. Yummy. Gib keiner mal nein, ne? Jusen geschlagen? Nee. Achso, Jusen wirft David auf den Stein. Aua, was soll das? Lass mir auch mal ein bisschen Spaß. Seid immer so gemein zu mir. Bisschen Spaß haben will er. Thank you.
Ich wollte eigentlich auch gerade schön Spaß haben. Bist du denn hin, Jusi? Bist du draußen? Und fuck, leck wenigstens nicht gleich die ganze Bude an. Warum kommst du mit Feuer, wenn ich mit Stein nach dir werfe, Alter? Was ist denn los mit dir? Bist du kaputt? Er ist kaputt. Der Pfeiler rot. Der zündet hier unsere Base ein. Der ist dich angezündet, wie es aussieht. Ja, du hast dich angezündet, Pfeiler rot. Ich jetzt auch. Okay. Haben wir das auch mal gesehen? Kevin hat Angst. Na, der bleibt gleich im Wasser. Alles gut, Kevin. Ich habe die Molotovs wieder weggesteckt. Ist alles okay. Der Feuer ist auch weg. Alles gut. Der ist ja nicht tot. Okay. Nee. Okay. Er kehrt mir den Rücken. Nee, der ist nicht. Er sagt nein. Nee. Nicht nochmal, sagt er. Nicht nochmal. Jetzt macht er seinen Job weiter. Du bist mein Diener. Also, guck mal wieder klar, Junge. Hör mal auf, sag mal nicht so. Sag mal jetzt nicht so. Also mal weiter fleißig Steine sammeln, ist ja immer noch nicht alles voll. Und er gibt sich doch größte Mühe. Fällt ihm schwer. Ist hier noch, wenn ich mit dem alleine wäre, hätte ich mich schon geköpft. Nee, Kelvin kann man nicht köpfen. Kampf viel zu lieb. Der ist unköpfbar. Uhu. Es gibt Mods für Sons of the Forest. Aha. Mit Infinite Zipline. Wie kann man da so lang machen, wie man will, oder was? Genau. Es wird angezeigt, wie die Pfeile fliegen. Du kannst unter Wasser bauen. Unter Wasser. Du kannst die Größe von den Stacks angeben. Also dass du zum Beispiel 50 Stöcker oder 50 Steine im Inventar tragen kannst. Das ist ja krass, du brauchst ja nie einen Schrank bauen. Was da alles auf 1000 läuft. Ja, naja. Und einen Kelvin-Kloner gibt es. Also man kann mehrere Kelvins haben. Das ist natürlich geil. Jose, magst du mir mal Munition geben? Was soll die sein? Ich denke hier im Schrank. Hier sehe ich sehe sie bloß nicht. Ah, okay, du auch nicht. Super. Oder ist die wirklich weg? Und die ist wirklich weg, man kann nur was drin legen. Ah ja. Na, ist ja egal. Gibt's mal ein bisschen mehr Nahkampf-Action oder warte mal, wie viele Pfeile habe ich denn noch? Hebe ich mir die restliche Muni erstmal auf. Taser, 3 Granatenpfeile, 30 Combat Pfeile. Sind da drüber nicht noch die Bolzen? Oder wo hatte man die? Ach nee, hier drüben. Okay. Das, aber es klingt ein bisschen so, David, als wenn du Bock hast, einen eigenen Server aufzumachen hiermit. So Faust. Nö. Könnte man den denn auf dem Rucksack ausrüsten? Mal Gegenstand hinzufügen, ja, alles klar. Alles klar. Gegen was taus. Gegen die Pumpgun. Der ist jetzt nicht so geil. Kann er die nicht da auf die Seite noch anklatschen? Kann er, ist aber das Katana weg. Wenn man jetzt noch das Katana nimmt. Gegen was hat er das jetzt getauscht? Wieder gegen die Armbrust. Nee, dann machen wir so. Wird schon gehen. Bogen habe ich ja auch noch. Ah, okay. So.
Wollen wir denn alle nochmal schlafen gehen und dann noch das Golfkart holen, oder was? Na, Golfkart wird jetzt noch echt ein bisschen zu knapp. Warum? Ja, es ist noch weiter als die Strecke, die wir gerade eben zum Kochtopf gelaufen sind. Und da waren wir 1,5 Stunden unterwegs. Ist doch egal, wir können auch so weit hin. Vielleicht schaffen wir es ja wenigstens bis hin und dann sind wir wenigstens da. Ja, oder wie machen wir das halt beim nächsten Mal? Wir können jetzt schon mal die Mauer vielleicht anfangen zu bauen oder sowas. Die letzte halbe Stunde. Ich kann mich noch bitte beim Kochen hier reinfuchsen. Dann können wir nächstes Mal ordentlich viel Essen für den Weg mitnehmen. Dinger sind hier noch nicht durch. Ja, die jetzt einfach eiskalt überstimmt, oder was? Wie gesagt, die Zeit ist zu knapp, ich Pyloros, sonst gerne. Wir haben noch mehr als eine halbe Stunde, also. Ja, Pyloros, aber wir müssen. Nee, wir müssen komplett auf die andere Seite der Insel. Wir müssen um den Berg wieder rumlaufen. Und ich würde die Scooter gerne da lassen, diese Einraddinger. Ja, müssen wir ja. Und deswegen müssen wir da erstmal hinlaufen. Also, wie wir uns kennen, bleiben wir hier und da manchmal stehen. Ach. Wir müssen komplett hier auf der Höhe in den Süden. Naja, ich will es ja nur vermeiden, dass wenn wir uns das nächste Mal einloggen, wir mitten irgendwo in der Pampa stehen. So wie vorhin in der Höhle einfach so. Also ich kann das schon verstehen, aber ich voll auf der bisschen Seite. Na, wir können doch mal zum Anfangsstand laufen, dafür haben wir noch Zeit. Na, da bin ich jetzt gerade. Okay, dann gehen wir da nicht hin. Na doch, aber ihr könnt es ja auch nochmal looten, diese ganzen Kisten, die hier sind. Na dann. Ich will auch ein paar Möwen wegtatschen, weil. Lustig. Jetzt habe ich auch dieses. Hier war auch eine Anfangshöhle, da könnten wir auch noch mal reingehen. Die war, glaube ich, nicht groß. Hier genau, hier vorne gleich. Ja, stimmt. Vielleicht haben sie die jetzt verbessert oder noch ein bisschen upgegradet. Oh, hier ist ein Gegner. Da hängen auf jeden Fall jetzt Dinger in. Ist nur ein Gegner, okay. Keiner kommt noch mit rein. Nach der Höhle. Ich hab gedacht, wir wollen da looten und diesen kämpfen. Ja, ja. Komm. Dann gehen wir da auf den Rückweg rein. Hier liegen überall vergammelte Steaks drum. Leute, hier ist noch ein Mutant, den können wir gerne abernten. Also ihr braucht nichts. Eigentlich egal. Na gut. Nimm die Teile mit, das ist doch ein guter Eintopf. Haben wir auf dem Grill. Ne, ich kann. Das große Vieh ist es aber nicht. Ich muss die Menschen machen. Ach so, ist. Okay. Guck nach Schildkröten, wir brauchen Schildkröten. Ja, wenn da kommt ein Gegner, glaube ich, bei dir. Das ist nicht. Wie kann man den? Kann ich alles nicht einstecken? Hier sind Millionen Muscheln. Ja, ja, auch sagen, bitte ganz viele sammeln. Die kann ich nämlich auch mit den Fischen dann verkochen. Für die Granate! Ja, hier hinten ist auf jeden Fall noch Muni, Pfeile und so was. Von dem kleinen Zelt. Oh, hier hinten sind ganz viele Energy-Dosen. Virginia. Bitte. Da in der Felsklippe einfach weiter, da liegen auch Seile. Hast du? Ich sehe hier Klebeband und da war ja unten. Cornflakes. Eine Decke. Ganz viele Muscheln, Alter. Alter, ja, sind hier viele Muscheln. Hier waren Energies. Ja. Nicht aber übelst shit stuff, Alter. Guck mal, wie viele Muscheln hier liegen. Den Spot musste man sich auf jeden Fall mal merken. Gönn mir erstmal. Ja, meine Mütze ist voll. Gehen ja leider nur 5, aber. Character hat eh gerade Hunger. Aber die bringen kaum Essen.
Also fast gar nichts. Was wolltest du von mir? Muscheln. Merkt ihr den Spot? Ja, das weiß ich ja, dass es hier Muscheln gibt. Guckt sich den Sonnenuntergang an. Ja, habe ich auch schon gesehen. Kann sie ja leider nicht hinsetzen. Kann sie bloß daneben machen. Gut, es wird dunkel, wollen wir zurück? Ne, ich will nochmal in die Höhle. Ja, das können wir auch im Dunkeln, ja. Warum wohl usen, weil es in der Höhle eh dunkel ist? Ja. Jetzt sehe ich, aber genau, die Höhle ist weiter links, aber ihr könnt ja hier beim Zelt auch noch looten. Hier war die ganze Munition noch. In den ganzen roten Truhen und grünen Truhen, die hier bei den Feuern liegen. Ja, ich weiß, ich glaube schon. Ich weiß schon. Was waren 5, 6 Stück? So, ich bin in die Höhle. Okay. Okay, ihr wollt doch keine Munition. Ich hab vorher auch noch eine. Ja, und ich hab die noch auf Schimpfhalter. Ja. Ich könnte meinen Arsch drauf verwenden, ihr habt nicht alle. Ja, hol mich nur, Digga. Es waren schon 5-6 Stück. Ich seh Pfeile seine Augen. Schau mir in die Augen, Diggi. Hier ist nochmal Muni, Leute. Oh, hier kann man mit dem Bobs. Neuer Ort entdeckt. Der Haltungsbunker. Okay. Ah ja, hier kann man mit interagieren. Neuer Ort entdeckt. Unterhaltungsbunker, ja. Cool. Steht mir denn da am Weg? Du stehst mir im Weg. Was ist denn hier kaputt? Vielleicht kommt. Warte mal, ich nehme mal auf die Armbrust. Aber wenn ich auf die Armbrust eine Taschenlampe drauf mache, dann kann ich mit der bestimmt nicht gut schießen, ne? Ist doch drauf geschissen. Erstmal Nahkampf. Geh mal ein bisschen ins Dunkle. Bei Batman in der Höhle oder was? Batman. Ganze Fledermäuse. Oh. Boah, es sieht aus, als wenn man es essen kann. Oh. Aber auch roh. Ich bin Schwimmreifen. Alter, leckt das grad. Das werden bestimmt Gegner geladen. Scheiß drauf. Heiler Scheiß, schon wieder drauf. Ich wollte sagen, schwebt das Ding, aber wir sollen was haben. Er holt die Shotgun wieder raus. Da hinten sind sie, Leute. Schmeiß eine Molle oder eine Granate. Hast du was? Granate, Granate, Granate. Da. Granate. Oh. Haben wir sie? Ne, einer ist noch da. Feuer lebt nicht. Ja, ja, die lebt noch. Er lebt noch. Jetzt ist er. Er ist down. Ja. Du Mörder. Hey, der hat angegriffen. Das war Selbstverteidigung. Hier geht's lang.
Lass den anderen Weg erst gehen. Was haben wir? Kannst du weiter? Weiß nicht. Auch nicht. Aber der Gang ist auf jeden Fall ein Chill lang. Beim Wasser ist es auch sehr lang. Hier liegen ein paar Kisten. Da kamen wir hierher. Nee, kamen wir her oder nicht? Hier liegen nee, nee. Kisten. Und hier geht's wieder hoch. Hier sind Gegner. Ich komme zurück. Geht's hin? Ah, gucken wir erstmal. Wir müssen hier tauchen. Also, ich habe die Waffe ja nicht im. Sehr gut. Ja. Oh, dazu. Was ist hier drin? Wie bitte, David? Du flüsterst manchmal ganz schön. Mein kleiner Flüsterboy. Ja, ich lass dich auf. Wo seid ihr denn lang? Wieder zurückgelaufen oder was? Ja, zurückgelaufen und dann rechts und links aufgebogen. Vielleicht auch gerade ausgegangen. Aber auf jeden Fall sind wir in der Höhle. Das ist ja, das ist schon mal cool. Aber ich glaube, hier ist Wasser. Jetzt kann man hier unten lang tauchen. Wir müssen warte mal da, wo du bist. Okay. Versuch zu lösen, schon auf. Ich glaube, ich bin wieder am Anfang. Ja, hier ist der rote Computer. Dann bin ich falsch. Würde ich sagen, hier geht's nämlich wieder raus. War ein grüner Computer. Nee, der war rot. Ne, guck da quatsch ihn noch mal an, vielleicht ist so besonders. Der ging nicht an zu quatschen, David. Okay. Versuche ich mein Glück noch mal zu euch zu kommen. So, dann gehe ich den Weg wieder hoch und dann seid ihr, glaube ich, nach links, ne? Ich versuche dir entgegenzukommen. Ich bin aus Versehen rausgetaucht. Tyler, jetzt siehst du mich irgendwo? Noch nicht, ne? Ich sehe dich da, also ich sehe dein Zeichen und du kommst auf mich zu. Ja. Ja, ich glaub, bin ich beim Schwimmreifen? Hinter der Mauer. Ah, dann hier lang, ne? Ja, ich glaube, du läufst auch hier rein. Die roten Westen und so. Ja, wie gesagt, bei mir in die Richtung ging es auch noch Ewigkeiten weiter. Und da waren noch Gegner auf jeden Fall. Ja, perfekt, hier, Palle. Also unten braucht er nicht durchtauchen, dann taucht er einfach nur raus. Okay. Dann wollen wir dann nochmal in meine Richtung. Ich bin hier am Arsch der Welt rausgekommen. Ja, warte, ich tauch doch wieder zurück. Ich bin draußen am Strand, ich bin fast zu Hause vor der Haustür. So. Kommst du zurück, oder? Ja, lauf schon mal weiter. Weiter, warte. Ich hab mich nicht bewegt, seitdem du Richtung David gegangen bist, Diggi. Bevor die Gegner sind, wo sind die? Nee, wir müssen mal noch viel weiter laufen. Okay. Kommst du? Also trotzdem, warte mal kurz. Mhm. Kann ich mal ganz kurz noch meine Restmutantenrüstung anziehen? Oh, eine habe ich sogar noch übrig. Das Nachtsichtgerät sieht geil aus, Alter. Okay. Das Nachtsichtgerät. Ja. Oh, doch. Er wimselt noch. Machst du ihn tot, Jürgen? Wo ist er denn? Du bist schon dran vorbeigelaufen.
Jetzt ist er tot. Ich höre hier irgendeine kleine Musik. Oh, hier sind ein paar Pfeiler. Wenn er aus der Sonne ist, dann kann er gut schießen. Na los, vor dir. Vor dir ist auch noch der Typ. Ihr seid ja jetzt am Anfang angelaufen. Oh, ist das reingelaufen. Alles gut. Hab euch. Shotty, Shotty, Shotgun. Hier sind noch Sachen auf dem Boden, will die einer mal kaputt hauen. Nichts Wichtiges drin, wie immer. Hat sich also nicht geändert. Draht ist drin. Ja gut, wir sind jetzt in der Anfangsstarterhöhle. Also hier brauchen wir jetzt, glaube ich, nichts Großartiges. Aber doch, ein 7. Weltwunder. Hey, warte mal, kann man hier vielleicht auskramen? Nein. Stein. Aber dafür ist Muni mit dabei. Und Granaten. Ohne Granaten sind aber gut. Ich höre manchmal das Radio. Das war das, wo das Radio hier irgendwo umgebaut war. Das Radio kann man jetzt mal mitnehmen. Ja, können wir machen. Ja, da ist es. Nice. Ja, nice. Das ist mittlerweile im Inventar. Könnt ihr das alles sammeln? Nein. Das ist weg jetzt. So. Ja. Ja. Oh, Babys. Töte sie, Jusen, töte sie, ich leuchte dir den Weg. Hab ich alle? Nein, hinter dir. Okay. Passt sehr gut, wenn man in der Höhle ist. So, ein bisschen Richtung Marilyn Manson die Musik. Warte mal kurz, ich muss kurz was essen. Oh, da baumelt schon einer. Das war, wo das Vieh dran vorbeigelaufen ist. Das Loch hier an der Wand. Gucken, ob das wieder passiert. Oh. Alkohol nehme ich doch mit, du. Hier ist eine Sackgasse. Ja, läuft dran vorbei. Ja. Läuft es auch öfters dran vorbei oder passiert es bloß einmal? Wenn er dann hart reinschmeißt. Haben wir doch alles schon probiert. Du siehst ja auch, wie der Lichtschein nicht nach hinten weggeht, ne? Sondern wie als wenn man hier auf der Wand strahlt bleibt. Was? Aber laufen wir jetzt den richtigen Weg oder war der andere der richtige? Ne, das ist eine Sackgasse, ne? Vielleicht müssen wir mal C4 hier reinsetzen und dann mal explodieren lassen. Haben wir ja schon probiert. Nein, nicht mit C4, nur mit Granaten. Habt ihr kein C4 bei? Ja, man muss doch erst zusammenbauen zu einer Haftbombe usen. Warte doch mal. Ich hab doch schon eine. Warte einfach. Wo sind die? Ihr habt doch eine C4-Ladung oder nicht? Die könnt ihr doch. Achso, man muss die erst echt kombinieren, okay. Zu einer Haftbombe noch da sind die Münzen. 5-mal. Ah, okay. Ne, 6-mal. Und einen technischen Chip sind nicht bei, bei den Münzen. Ich habe noch gar keine Orientierung. Da oben ist der eine. Okay.
Ich weiß nicht, wie es laufen wird. Wollen wir vielleicht vorher speichern? Ich weiß ja nicht. Wir können nur noch Zeit speichern. So Leute, ich habe das Ding in der Hand. Boah, da doch mal weg, wenn ich das Ding da hin schmeiße. Stock und Plane hätte ich. Okay, also, seid ihr alle hinter mir? Ja. Ja. Häng. Jo. Okay. Gar nichts. Ja, aber wir haben es aus. Hätte er sein können. Hätte er sein können. Müssen wir ja wieder back. Hat er jetzt gegrummelt? Hängt doch eine Glühbirne oder so, oder? Ja. Okay. Na gut, dann müssen wir zurück und da gab es noch einen anderen Weg. Schön, schön, schön. Huppala und hi, titai. Ah. Ja, Digga. Oh, jetzt geht Technoparty ab. Ja, geil. Seile. Oh, die haben wir echt wenige. Stopp. Seile und Stopp. Yeah. Gib uns Seile und Stopp, yeah. Mehr brauche ich doch nicht für einen Scooter Techno-Hit. Dann halt mich an. How much is the fish? Reicht auch was. Im Wasser war und sind wir doch jetzt lang gegangen schon mal nicht. Ja, da getaucht. Aber da gab es ja keine mit der Höhle. Na, beim Tauchen doch, ja. Ja. Oh, den Fisch gegessen. Oh. Hm. Wie machst du das, Alter? Obwohl du deinen Schnorchel noch im Mund hast, isst du den Fisch. Das ist beeindruckend, Digi. Das ist eine hohe Kunst. Krass, wie machst du das? Nur ein Dance-Abend oder was? Na gut, dann gehen wir wieder zum Haupteingang raus, bevor wir tauchen müssen. Weil die Höhle ist durch, oder? Kannst du Dinge noch lauter machen? Nee, ne? Nee. Aber ey, wir haben Radio, ist doch geil. Eigentlich überall, wo wir lang sind, aber auf jeden Fall was abgestaubt, was wir vorher noch nicht hatten. Ey, Nachtsicht und Kochtopf, Alter. Oh. Und diese Scooter, ja, kochen, diese Einrad-Dinge. Die Sachen, die wir jetzt aus Stein bauen können, wie zum Beispiel den Kamin. Haben wir schon ein paar Sachen. Der Elektrozaun. Oh. Lasst mich nicht allein. Dann gehe ich mal kurz kochen. Ob ich dieses Fleisch kochen kann. Lass mich hoch. In die Base. Ich frag mich, kann die goldene Rüstung jetzt eigentlich auch kaputt gehen? Nee, eigentlich nicht. Die Sonne geht unter. Und die Jungs gehen nach Hause. Was für ein Abenteuer. Ja, ich glaube, die Sonne geht auf, Digga. Nee, sie geht auf. Der User hat mal wieder recht. Da hat der G-Man mal wieder Scheiße erzählt. Ja, es war ja dunkel, als wir reingegangen sind. So. Sons of the Forest auf einer wahren Begebenheit von User David und G-Man. Jetzt ja, im Kino. So ist es wirklich passiert. Ja. Als wir uns im Discord getroffen haben. Eine wahre Begebenheit.
Oder eher so wie X-Factor. Da habe ich, was war das? Am Sonntag kam, glaube ich, eine neue Folge. Oder sogar zwei. Die habe ich mir angeguckt. Ich glaube, den ganzen Tag kam X-Factor. War echt wieder geil. Das glaube ich nicht. Oh, das ist ein Cover-Song. Den darf man echt hören, ja. Oder? Oder täusche ich mich? Ich glaube, du täuschst. Hä? Nee, ist glaube ich ein deutscher Song, bloß auf Englisch. Hey! So, das ist welches. Bringt mir mal wieder ein Eichhörnchen. Dankeschön. Cool, hey. Kann ich hier noch irgendwas geben? Ich könnte hier andere Klamotten anziehen. Achso, packt mal bitte eure Solarpaneele auch ins Lager. Okay. Aber es hat keine Werte für sie. Also, im Moment hat sie einen Tarnanzug an. Das rote Lederoutfit ist ja auch der Hammer. Das Kleid. Nee, sie kriegt mal ein rotes Lederoutfit. Wo sind denn die Solarpaneele? Sehe ich den? Wollt sie sich? Nee, ich sehe sie auch nicht. Ich kann sie auch nicht ins Lager reinpacken. Okay, dann fällt es immer raus, alles klar. Also sind die überhaupt im Inventar selbst drin? Ja, oben rechts. Ach ja. Willst du einen bestimmten Ort haben? Ich pack's jetzt hier oben neben die Glühbirnen, ja. Oder unten ins Regal bei der Glühbirne. Also ich kann sie da nicht reinpacken, Pyler. Kannst du die reinpacken? Warte mal. Also Laufbahnhöhe sehe ich nicht im Inventar. Ich auch nicht. Ja. Auch bei dir nicht so, wenn du einfach I drückst? Oder. Ja, im Rauspacken-Inventar, um es da reinzulegen, ist es nicht mit drin, habt ihr recht. Ja. Aber im normalen Inventar ist es drin. Vielleicht muss man dafür ein extra Lager machen, ich weiß nicht. Ne, oben rechts. Da sind die Batterien und. Nein, zum Verstauen, Pilot, zum Verstauen. Ich hab Angst, wenn man die hier auf den Boden legt, dass sie halt dann irgendwann wegbloppen, ne? Also. Wäre auch nicht so geil. Wenn sie aufs Dach packen. Wenn wir kein weiteres Stockwerk bauen, sondern dann eher lieber mal was anderes bauen, vielleicht ein bisschen cooler. Soll ich hochkommen? Ja, man kann die wieder aufnehmen. Ach, die kommen dann gleich zur Sonne sogar. Aber sortier sie doch ein bisschen, Digga, das ist hier nicht so wahllos. Aussieht. Oh, scheiße, ich habe irgendwo eine Strebe rausgenommen. Ja, passt nicht. Ich fange mal hier an. Achso, macht das. Muss man die eigentlich richtig ausrichten, damit das Sinn macht? Ich glaube, die richten sich automatisch aus. Oder? Wie kannst du die denn drehen? Mal mit R und U. Also ich könnte jetzt, warte mal, ich drehe die mal. Ja doch, da ist ein Pfeil dran. Man muss sie selber ausrichten. Hier hinten geht jetzt die Sonne unter hinter dem Berg, ne? Das heißt, ich hätte sie eigentlich genau drehen müssen. Ich hätte sie eigentlich so packen müssen. Gucken, ob es jetzt gleich geht. So hier. Weil die Sonne geht da auf und hier hinten unter. Ne? Oder. Alter, ich kann die Uhrzeit nicht erkennen, Alter. Oder habe ich nicht recht, David? Ne, da hinten ist die Sonne, ja. Und wie spät ist es gerade? Was ist das Ding noch an der Hand? Es ist 7 Uhr. Also es ist morgens. Morgens, ja. Ja, aber die steht schon ziemlich hell, hoch. Das Osten, ne? Ne, die geht hier hinter uns lang. Das meinte ich genau umdrehen. Müsste jetzt hier immer weiter nach oben gehen und dann um den Berg rum und hinterm Berg runter. Auge behalten, die haben ja alle 100 Watt. Okay. Wie baut man die jetzt wieder ab? Grüßen, stellst du deine auch noch hin? Lass sie stehen. Okay. Könnt ihr euch erstmal gleich einen Kochtopf mit Essen holen? Also gleich. Ist noch nicht ganz fertig. Dass wir den für nächstes Mal schon im Inventar haben, meinst du? Damit wir uns immer buffen können?
Ja, zumindest hat der Nähe erstmal einen Kochtopf mit Essen bei sich. Richtig. Ist ja nicht mehr das Verkehrteste erstmal. Aber es dauert noch kurz. Ich bin noch am Griller. Muss mich da noch ein bisschen reinfuchsen. Hat einer von euch noch einen Kochtopf, der leer ist? Nee, wir haben alle, die wir hatten, müssen. David hat noch einen extra mitgenommen und. Aber da ist ja was zum Essen drin schon. Ich habe einen voll im Inventar mit Essen. Perfekt, dann haben wir zwei Pfeiler, perfekt. Aber wenn die beide fertig sind, gehört es eins dir und eins mir. Und mit dem Drawing Rack. Ist der Fisch jetzt verdorben, genau. Oder? Ich check's nicht. Oder vielleicht muss man die erst kochen und dann. Naja, also. Nö, jetzt esse ich den rohen Fisch. Das sieht roh aus. Alter, komm mal her. Die Dinger sind fertig. Okay, ist auch erst der zweite Tag vielleicht. Nimm dir links den Kochtopf, Alter. Nee, werf das mal da nicht so rein. Ich hätte eine Suppe drauf machen können, aber ist egal jetzt. Aber nimm dir mal den Topf, Alter, einfach. Ach, scheiße. Ah, jetzt habe ich was gegessen. Hast du nicht schon. Was das für ein Buff gibt, weiß ich nicht. Ist halt nur. Nee, das war nur. Vogelfleisch. Stärke hier so strong, also das ist bei mir hochgegangen, glaube ich. Okay. Aber das siehst du auf dem Rad, wenn du guckst beim Kochen. Ja? Ah, hier sieht's aus. Also, ich weiß nicht, kann ich das mal hier angucken bei dem? Ne, der trinkt das Wasser. So, da sieht das aus. Also, wenn du jetzt rangehst, dann ist doch dieses Zahnrad, wenn du E gedrückt hältst, dann das Zahnrad da auf dem Topf. Ja. Siehst du das? Und wenn du da drüber hoverst, da siehst du die ganzen Rezepte und was die machen. Ich habe bloß noch nicht verstanden, dass man das nicht anklicken kann, dass du halt weißt, dann was musst du reinpacken. Du musst dir das halt wohl wirklich merken und das dann so reinschmeißen, ne? Also wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber ich sehe gerade, das Menschenfleisch hat etwas einen besseren Buff gegeben. Das Essen, das gekochte Fleisch, das ist erstmal nur Essen. So. Aber dann weißt du es ja. Aber die Bären können sich das nicht. Kann ich dann eigentlich aus dem Topf dann einfach so essen? Jo, ja, ja. Das ist trinken. Bloß trinken. Ja. Gut, dann mache ich den halt leer. Das bringt ja sonst nichts weiter, glaube ich. Ja. Achso. Dann muss ich den wieder in der Hand nehmen. Schmeckt nicht so top. Nussbrei. Also im Topf muss jetzt immer Wasser sein zum Kochen, ja? Ja, ja. Deswegen, aber du kannst dir das Wasser abkochen sparen und mal ganz viele Wasser drin machen. Wenn ich irgendwo einen Schrank, wo wir eigentlich Lebensmittel reingepackt haben. Oben, ach, war mit Bären und so.
Ja, aus den neuen Bären, die wir gefunden haben, kann ich eine Energiesuppe machen, sag ich mal. Ah, okay. Energiesuppe? Ja, das würde ich mir so krass müde. Da ist gerade einer in dem Kamin drin, ne? Also falls jemand von euch ein bisschen Energie braucht, kann er kurz mal an der Zaubertrank. Den Zaubertrank mitnehmen? Ja, wie bei Asterix und Obelix. Der gibt euch Power! Weil sonst verdampft er nur, also gönnt euch kurz mal. Die Schädelregale vielleicht mal leer machen? Was soll machen? Nicht, aber da könnten wir hier noch mehr Kochsachen reinpacken oben. Ich schmeiße hier einfach vom Regal runter, an dem sie auf dem Boden und dann die spawnen sie einfach. Bis jetzt bräuchte ich die Schädel auch nicht so. Bären hat man auch das ganze Inventar voll mit dem Zeug dann irgendwann, und wenn es hier oben aber am Regal liegt und du es zum Kochen brauchst, dann kannst du es ja einfach nehmen, weißt du? Ja, stimmt. Also ich hoffe, dass die auch dann irgendwann despawnen, die Schädel nicht, dass die hier oben einfach rumliegen, aber naja, dann wäre es halt so. Erst oben, wenn du reinkommst, links gleich Sachen zum Kochen, und unten, wenn du reinkommst, obwohl, müsste ich die eigentlich auch nochmal alle nach oben packen. Eigentlich fertig Sachen. Du willst auch so viel essen, das soll das Essen hier unten. Das fertige Essen bleibt unten, das nicht fertige kommt nach oben. Aber einfach essen alles hier unten hin. Ich hab jetzt aber keinen Bock, alles umzuräumen. Mach ruhig, mach wie du Bock hast, fällt aus. Die zwei Muscheln da unten und dann machen wir Feierabend vorher. Weil sonst hat man hier noch ein bisschen Platz beim Fertigessen. Ist übel ab, war also die Radiosender sind auf jeden Fall cool. Oder David? Ja. Also wenn wir da noch mehr von holen. Gibt's das auch als Mod oder was? Das weiß ich nicht. Coconut sharing.
Jusen, kannst mir ja nochmal eine Zaubersuppe für das nächste Mal denn kochen? Ich hab da auf jeden Fall nochmal Wasser. Ach ne, muss ich ja erst vorher kochen, oder? Dann geht das dann um. Ohne dass ich das Wasser vorher gekocht habe. Wäre cool. Ja. Von uns wäre ein bisschen doof, dass der jetzt noch immer den Topf nimmt. Da liegt noch ein Topf auf dem Boden. Ja, deswegen. Oh. Ich weiß nicht, ob dann die Suppe weg ist, wenn ich das Regal stelle oder fallen lasse. Muss ich auch nicht gehen. Aber einer braucht die ja. Dann lassen wir sie hier. Jeder von uns hat ja erstmal einen Topf. Und einer ist noch da auf dem Herd, ist aber okay. Kann ich auch noch Wasser rein? Kannst du auch noch eine Suppe kochen oder so? Ah, oder genau, dann macht er Wasser rein und dann. Ja, stimmt. So können wir es auch machen. Haben wir schon mal abgekochtes Wasser, um A, was zu trinken oder B, wenn du noch was kochst. Ich glaube, einfach zur Seite halten müsste jetzt eigentlich leer sein. Nee, ist wieder gut. So. Sehr schön. Na Juti, meine Lieben, dann machen wir an der Stelle für heute Feierabend. Dann sehen wir uns hoffentlich am Donnerstag bei Baldur's Gate wieder. Sonst vielleicht zocken wir ja hier Sons of the Forest weiter oder irgendwas anderes. Da lasst euch überraschen, aber eigentlich normalerweise Baldur's Gate, wenn es klappt. Denn danke für Zuschauen, danke für dabei sein. Habt noch einen wunderschönen Abend, schlaft gut. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Oder was, Leute? Ja, genau. Haut da rein. Schönen Abend euch. Bis zum nächsten Mal. Gut, bye.